alles unbekanntes Gelände. Ja, auch manche Szenerien kommen einem schon bekannt vor. Das kennt man vielleicht aus dem Fernsehen. Es gibt ja auch genug Grand Tauchersendungen. Canyon. Ja, das ist richtig, ja. Ne? Aber der Sache selbst mal auf den Grund zu gehen, ist eine ganz besondere Herausforderung. Ja. Gerade wenn man eigentlich kein Taucher ist. Medikamente im Grundwasser, Nitrat, Projekte mit Lichtblick, defekte Abwasserkanäle, die Katastrophe der Zukunft, verletzliche Wasserläufe und darüber die Autobahn. Und in Swissmed die unterirdischen Mühlen von Col de Roche. Kapitän, Sie haben ja als Einziger die Katastrophe lange zuvor vorhergesagt. Ja, aber kein Wunder, die konnte man noch vorhersagen. Sie hätten sie als Einziger verhindern können. Mit Ihrer Firma. So, nachdem es passiert war, ja. Natürlich hätte man das den Schaden verhindern. Vor allem hätte es nicht aufs Meer rausschleppen müssen, sondern sofort an Land ziehen, wo man das Ganze lokalisieren hätte können. Was heißt an Land ziehen? Auf den Strand ziehen? Auf den Strand ziehen, natürlich. Nicht in den Hafen? Ach, Hafen, wozu denn in den Hafen? Auf irgendeinen Strand, dann wäre vielleicht ein Kilometer verseucht worden, ja? Mhm. Das hätte man im Griff gehabt. Man könnte den Fluss erziehen, man könnte die Elster ja, sozusagen verstärken, die Elbe reduzieren, so etwas gibt es alles. Ja, das wird ja auch gemacht. Also wir haben bei uns in Europa ja kaum noch natürliche Flusssysteme. Und das heißt, die Bedingungen, unter denen die Flüsse im Moment operieren, sind eben auch weitgehend durch Regulation und ähnliche Maßnahmen überprägt. 60% der elektrischen Energie in den Alpenländern Österreich und Schweiz wird aus Wasserkraft gewonnen. Aber wie umweltfreundlich ist die Wasserkraft? Ein Augenschein am Inn von Stampf, über Kufstein bis zur Donau nach Wien und in NZZ Swissmed Kleinstkraftwerke.